Ich gebe dir heute fünf wichtige Tipps, die du unbedingt beachten solltest, wenn du mehr Interessenten, Bands oder bezahlende Kunden für dein Homestudio möchtest. Hätte ich diese Tipps vor ein paar Jahren selbst gekannt, hätte ich bestimmt schon viel früher von der Musikproduktion leben können. Unglücklicherweise glaube ich, dass die meisten Produzenten und Homestudio-Besitzer aber oftmals das genaue Gegenteil machen von dem, was sie eigentlich machen sollten, um Künstler, um Bands anzuziehen. Wir fangen gleich an mit Punkt Nummer 1 und das ist jetzt eher was du nicht machen solltest und das ist bezahlte Werbung zu schalten, eine bezahlte Anzeige zu schalten und so Werbung für dein Homestudio, für deine Dienstleistungen im Homestudio zu machen. Sind wir ehrlich, kein Mensch möchte noch mehr Werbung in seinem Facebook-Feed, in seinem Instagram-Feed. Ich bin inzwischen regelrecht allergisch gegen diese ganzen Besserwisser und Coaches, die mich jeden Tag voll quatschen und mir ihre Dienstleistungen oder Coachings anpreisen, mit denen ich dann in 3 Monaten sechsstellig skaliere. Was ich dann als erstes denke, ganz ehrlich, ist es, er schafft es offensichtlich nicht aus eigener Kraft, Kunden und Bands anzuziehen, sein Homestudio attraktiv zu machen. Er muss jetzt also Werbung schalten, damit er mehr Kunden kriegt, weil er nicht genug hat, weil er nicht ausgebucht ist. Das heißt, in dem Moment, wo ich deine Anzeige sehe, bist du für mich eigentlich schon nichts mehr als nerviger Loser. Und wenn du die Kommentare unter solchen Anzeigen durchliest, dann sehen das die meisten anderen auch so. Ich weiß, dass es solche Consulting-Firmen gibt oder Leute gibt, die sagen, hey, wir helfen dir dabei oder sich sogar darauf spezialisiert haben, auf Leute mit Homestudios und sagen, hey, wir helfen dir dabei, wir schalten dir eine gute Anzeige, wir machen eine Nischenforschung für dich, wir schreiben dir einen guten Werbetext, das ist wichtig, weil du davon nicht so viel Ahnung hast und wenn du dann diese Werbung schaltest und wir wissen ganz genau, wie wir diese Zielgruppenfindung für dich machen, dann wirst du automatisch mehr Kunden bekommen. Ich weiß, dass es solche Leute gibt, die dich damit anlocken wollen, die möchten oder die dir erzählen möchten, dass es da eine Abkürzung dafür gibt. Aber ich sage dir, es gibt keine Abkürzung zu mehr Kunden durch Werbung. Denn so eine Werbung ist einfach zu unpersönlich. Es ist sowas wie eine Kaltakquise oder Telefonakquise. Nichts anderes ist das. Denn ich finde gerade in unserer Branche Musik, Bands, Künstler, wo es um Emotionen geht, ist nichts wichtiger als die persönliche Bindung, als die persönliche Beziehung zu jemandem, der dir seine Arbeit anvertrauen möchte. Vielleicht denkst du dir jetzt, okay, der Wolfinger ist ja mal ein richtiger Schlaumeier. Jetzt erzählt er mir hier, was ich nicht machen soll. Ich soll keine Werbung schalten. Aber was soll ich denn dann machen, um Kunden anzuziehen. Und das sage ich dir jetzt in Tipp Nummer 2. Sei das Metall, nicht der Magnet. Oder man könnte es auch anders sagen, versuch nicht interessant zu sein, sei interessiert. Das klingt ein bisschen komisch jetzt, aber ich erkläre es dir. Die meisten Homestudio-Besitzer, die meisten Producer, die ich kenne, versuchen sich richtig tolle Webseiten zu machen, tolle Instagram-Stories zu machen, auf Facebook irgendwelche Artikel zu veröffentlichen oder tolle Blogartikel zu veröffentlichen, in der Hoffnung, sie ziehen dadurch Bands an, sie ziehen dadurch Künstler an. Fakt ist aber, du solltest das genaue Gegenteil machen. Das heißt, versuch nicht, dich interessant zu machen, sondern sei interessiert. Das heißt, geh auf Facebook, auf die Bandseiten von Facebook, schreib Kommentare, besuch deren Konzerte, quatsch die nach dem Konzert an, ruf sie vielleicht auch einfach mal an, wenn du den Mumm dazu hast und sag, hey, wie toll der Auftritt ist, wie gut dir das gefallen hat und ob du vielleicht mal einen Probemix für sie machen kannst. Solche Dinge sind extrem wichtig und damit wirst du viel mehr und viel schneller Leute anziehen, als wenn du nur versuchst, dich selber interessant zu machen, wenn du da sitzt und auf Kunden wartest. Denn nichts ist besser, nichts ist wichtiger als eine persönliche Beziehung vorher. Da kann dir jeder Marketing-Fuzzi, der dir irgendeinen tollen Anzeigentext für deine Werbung schreibt, noch so viel erzählen. Jede bezahlte Runde Bier, die du einer Band ausgibst, mit der du an der Bar sitzt, ist besser investiertes Geld als eine Werbeanzeige. Glaub mir. Tipp Nummer 3, kontaktiere weniger Bands. Ja, du hast richtig gehört. Das klingt auch erstmal ziemlich komisch. Aber die meisten Producer, die meisten Home-Studio-Besitzer, die ich kenne und die das versuchen, bombardieren irgendwelche Bands mit ihren Nachrichten, schalten bezahlte Werbung oder schreiben sie ungefragt per E-Mail an mit ihren Service-Dienstleistungen, mit dem, was sie machen wollen und haben so wahnsinnig viele Anschreiben, einfach auch wieder so eine Kaltakquise und das ist einfach nicht gut. Du solltest weniger Bands kontaktieren. Du solltest dich, wie ich dir in Tipp 2 erklärt habe, auf die Bands konzentrieren, die A, den Musikstil machen, den du auch kannst, den du auch abmischen kannst und du solltest dich auf die konzentrieren, die du wirklich magst, wo dir die Musik gefällt und die auch wirklich gut sind. Denn das Problem ist, wenn du alle Bands anschreibst, das war ein großer Fehler, den ich am Anfang gemacht habe, ich habe alle angeschrieben, ich habe jedes Angebot angenommen, jede Anfrage angenommen und dadurch musste ich einfach auch Songs in Genres abmischen, in denen ich nicht gut war. Ganz ehrlich, einmal kam so ein Typ, der hat irgendwie, wollte einen Schlagertitel abgemischt haben. Da habe ich gedacht, naja, das kriege ich schon hin, Schlager ist ja easy. Aber ich sage dir, täusch dich da nicht, insbesondere bei Schlager. Die haben ganz besondere Vorstellungen, insbesondere mit ihren langen Hallfahnen. Da muss der Sound stimmen. Das ist so ein ganz eigenes Klientel.
Und das habe ich nicht gut hingekriegt. Letztendlich habe ich den Job verloren. Das andere ist auch passiert, zum Beispiel bei EDM-Musik. Das sollte ich auch abmischen für einen. Und das kann ich einfach nicht, weil ich die Musik selber nicht so höre, weil ich die Musik, weil ich nicht so vertraut damit bin, weil ich so Musik auch nicht produziere. Und dadurch habe ich Absagen bekommen. Ich habe dann schon gemischt, aber das Ergebnis war tatsächlich einfach nicht gut. Ich war damit nicht vertraut. Ich kann Indie abmischen, ich kann Rock abmischen, ich kann Metal abmischen, ich kann moderne Popmusik abmischen, aber eben diese einzelnen Branchen, die ich nicht kann, davon muss ich die Finger lassen. Das rate ich dir auch ganz dringend. Deswegen schreibe weniger Bands an, finde deine Nische. Du musst wissen, was du abmischen kannst. Das bedeutet nicht unbedingt, die Musik, die du hörst, kannst du auch abmischen. Das nur ganz nebenbei. Also frag dich wirklich selber, was kann ich abmischen, in welchem Musikstil fühle ich mich wohl, und schreib dann gezielt nur diese Band an. Und dann wirst du hundertprozentig bessere Kunden anziehen. Qualität geht immer über Quantität. Tipp Nummer 4, du brauchst Social Proof. Es reicht nicht nur, dass du gut abmischen kannst, dass du in den letzten 3 Jahren irgendwie 20 Songs gemischt hast, die gar nicht mal so schlecht sind, sondern du musst es auch beweisen können. Nehmen wir mal an, ich hätte keinen YouTube-Kanal mit über 600 Videos, sondern ich würde, wie in Teil 1 ausführlich besprochen, Werbung schalten. Du gehst also auf Google, suchst irgendwas und auf einmal ploppt meine Werbung auf, in der ich dir erzähle, dass ich einen Logic-Kurs habe, in dem ich dir erkläre, wie du in nur 3 Monaten Logic Pro wie ein Profi bedienen kannst. Für nur 99 Euro gehört der Kurs dir. Würdest du mir die 99 Euro geben? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Du kennst mich ja gar nicht. Du kennst keine Arbeit von mir, du hast von mir keine Probemixe gehört, du kennst mich nicht persönlich, vielleicht bin ich gar nicht sympathisch. Du weißt gar nicht, ob ich so erklären kann, dass du es überhaupt verstehst und so weiter. Das heißt, es ist natürlich viel besser, wenn du eine Website hast mit Soundbeispielen. Und ich erkläre dir jetzt genau, was auf diese Website soll, was auf dein Portfolio soll. Denn auch da machen viele, viele Fehler, die ihre Kunden eigentlich eher von der Webseite weglocken, als dass sie sich tatsächlich weiter runterscrollen und sich dafür interessieren. Das Erste, was wichtig ist, ist deine Bio, deine Biografie, deine Geschichte sollte nicht länger als ein Satz sein. Denn die Leute, so leid es mir tut, sie interessieren sich nicht für dich. Sie interessieren sich für sich und ob du ihnen weiterhelfen kannst. Also kurz und knackig beschreiben, wer du bist und was du machst. Kein Mensch interessiert sich dafür, in welchem Studio du gearbeitet hast. Kein Mensch interessiert sich dafür, bei welchem Recording-Engineer du als Assistant gearbeitet hast. Kein Mensch interessiert sich dafür, in welcher Band du gespielt hast und so weiter. Bitte pack auch keine ellenlangen Gearlisten auf deine Homepage. Das liest sich wirklich keine Sau mehr durch heutzutage. Und dann nach deiner Bio komm relativ schnell zu den Soundbeispielen. Ich würde sagen, du brauchst circa 5 bis 10 Songs und das sollten natürlich deine besten Arbeiten sein. Also geh hier auch auf Qualität, nicht auf Masse, nur dass du möglichst viele Songs da drin hast. Du solltest wirklich überzeugt von denen sein, das sollten deine besten Arbeiten sein. Und dann können sie auch selber schon die Entscheidung treffen, okay, dem seine Arbeit gefällt mir oder gefällt mir eben nicht, dann klicken sie weg, das ist dann auch okay. Wichtig ist auch, wenn du abmischst oder was produzierst oder als Arrangeur für einen Künstler arbeitest, gib immer dein Bestes, auch wenn du umsonst arbeiten musst, auch wenn es nicht gut bezahlt ist. Denn es zählt immer, denn dieses Portfolio wird sich weiter füllen und du wirst immer bessere Kunden bekommen, weil du selbst auch besser wirst. Deswegen gib immer dein Bestes beim Abmischen und beim Produzieren. Tipp Nummer 5. Es ist nichts Schlimmes, von Bands oder Künstlern abgelehnt zu werden. Ganz im Gegenteil eigentlich. Ich habe es in Tipp Nummer 3 schon ein bisschen angesprochen. Du sollst weniger Bands anschreiben. Versuch dich auf die zu konzentrieren, die den Stil spielen, den du auch wirklich abmischen kannst und die dir auch sympathisch sind. Es passiert aber immer wieder, wie bereits erwähnt, du hast vielleicht schon einen Probemix gemacht, einen kostenlosen, und dann sagt die Band, das gefällt mir nicht. Und das wird öfter passieren. Das gefällt mir nicht, wir wollen deinen Titel nicht buchen. Oder wir wollen deinen Service nicht buchen. Und dann, das ist natürlich entmutigend, das geht ans Selbstbewusstsein, das krass am Selbstbewusstsein. Und dann zweifelst du und sagst, ich weiß nicht, bin ich einfach zu schlecht? Oder bin ich denen nicht sympathisch genug? Oder was habe ich falsch gemacht? Aber oftmals liegt es tatsächlich gar nicht an dir, sondern die Band hat einfach irgendwie jemand anders gefunden, der jetzt das ganze Album für sie mischt, den sie vielleicht persönlich kennen und nicht nur aus dem Internet. Vielleicht gefällt ihnen einfach dein Stil nicht so richtig. Vielleicht ist es einfach nicht dein Stil. Vielleicht ist es einfach nicht der Stil, den du produzieren oder abmischen solltest. Oder vielleicht hat sich auch die Band inzwischen getrennt. Das heißt, es hängt überhaupt nicht mit dir zusammen, gar nichts mit dir zu tun. Ich habe das selber zweimal sogar erlebt, dass während der Produktion, ich sollte ein Album abmischen, hat sich die Band einfach getrennt. Ja, waren das persönliche Gründe. Es hatte dann gar nichts mit mir zu tun. Ich sollte 12 Songs abmischen und nach dem 4. haben die sich dann irgendwie getrennt. Ja,
Das heißt, es muss nicht unbedingt was mit deiner Fähigkeit zu tun haben, mit deiner Persönlichkeit. Es kann auch ganz andere Gründe haben. Und sieh auch mal einfach die andere Seite. Es ist ja auch eine große Chance für dich. Wenn sowas nämlich passiert, solltest du immer fragen, hey, okay, kein Problem, ich habe euch gerne einen Probemix gemacht, aber könntet ihr mir sagen, warum ihr nicht meinen Service in Anspruch nehmen wollt? Was kann ich besser machen? Was kann ich anders machen? Und die meisten werden so ehrlich sein und dir das sagen. Und dadurch weißt du ganz genau schon, was du besser machen kannst, wie du deinen Service verbessern kannst oder wie du vielleicht besser kommunizieren kannst. Jetzt interessiert mich natürlich deine Meinung. Wie versuchst du, Kunden anzuziehen? Wie funktioniert das für dich? Oder hast du es tatsächlich über Internetwerbung geschafft, Kunden anzuziehen? Vielleicht habe ich ja totalen Blödsinn erzählt. Schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare. Falls du mit deinem Homestudio neu angefangen hast und noch nicht so richtig Kontakte hast oder nicht so richtig weißt, wie du anfangen musst, was für Plugins du brauchst, wo du gute Musiker findest, dann empfehle ich dir mein PDF 10 Tipps für Musikproduktion. Da erkläre ich dir genau das. Welche DAW ist am besten für dich? Wo findest du Session-Musiker im Internet? Wo findest du kostenlose Plugins und vieles mehr? Also 10 Tipps für Musikproduktion PDF habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du dir es runterladen. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße aus Alicante und wir sehen uns im nächsten Tutorial. Bis dann!